Schwierigste im Leben ist Sterben, mein Kind. Das wussten schon die alten Ägypter und lachten in den Wüstenwind. Chewbacca. Celentano. Evoir, Aufnahme läuft. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Omnivoren. Willkommen in München, 20. Juli schon wieder, oder? 13. Graffiti-Report hier an diesem Bretterzaun da vom Schnackselberry Flynn. Also auf geht's, oder? Schauen wir uns das mal an, wer hier noch malt und warum und wie auch. Lassen wir uns überraschen. Legen wir los. Gut, hier mal die blauen Vögel mal wieder. Das sind ja die einzigen, die hier noch mit Hintergrund arbeiten. Leider schon wieder alles zerstört. Kinder, lasst nicht eure Dosen liegen, weil die Kids freuen sich und die sehen nicht, ob da ein Bild ist oder nicht. Ich kann es ewig predigen, aber mein Idiocracy, Aufmerksamkeitsspanne in 2 Minuten und dann wird ausgeschaltet. Übrigens, unsere Videos sind nichts für Smartphone, Briefmarkengröße. Da sieht man das nicht, ja? Ob die Bilder gut, schlecht sind oder was für ein Müll hier rumliegt. Das ist nicht so ein Konsumscheiß, auch immer so anlegen. Das ist für einen großen Bildschirm in Ruhe. Aber ich habe auch gehört, dass es andere Jungs gibt, die schauen sich die ganze Nacht im Dauerloop zum Bongrauchen meine Filme an. Leute, 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 besser als Porn, aber nicht nachmachen. Das war eigentlich ein tolles Bild, sehr schön. Gut, Geisterbahn, genderübergreifend, das können wir auch. Gell? Hey, der Spotter hat mal hier bunt gemalt, nicht immer Silber. Und gedankt wird es ihm wieder nicht. Wieder einer durchgestrichen da, das gehört nicht zum Bild. Schade, weil der Spotter, der hat auch immer zu wenig Farben. Und das sieht man ja an der Füllung. Aber schön mal was Buntes von ihm zu sehen. Traurig, dass schon wieder kaputt ist. Malt etwas Besserem drüber. Oder er meint, er malt etwas Besseres drüber. Linie durch. Scheiße, wenn ich da mal einen an meinen Bildern dabei erwische, junge Dosen kannst du mal hinstellen, ne, wenn das Bild neu ist. Oder Mädel. Oder eure Eltern. Gut. Ja, das ist ja ganz, ganz süß. Weil wenn hier die Bilder länger stehen würden, dann wären die Leute auch mehr motiviert. Aber so kann ich das andere Städte lachen, was hier in München los ist. Ja? Der erbärmliche Bretterzaun. Ja? Und nichts steht, von nichts wird irgendwie geachtet. Jede Kleinstadt um München rum, Pfaffenhofen hat 10 Wände, Augsburg, L.A., also Landshut, Landsberg, fahrt da rundherum, Kempten, Ingolstadt, München hat jetzt die Wand und noch ein paar andere bekommen, ja. Die werde ich euch beim nächsten Graffiti-Report alle schildern, die man malen darf. Aber eine ist an der Bayern-Kaserne, wo alle hin dürfen. Benutzt die auch mal, aber bitte nur die, die sich dazu befähigt fühlen. Ich habe echt keine Lust, dass hier immer so Workshops sind und der öffentliche Raum, der letzte, da auch noch kommerzialisiert wird oder kommerziell genutzt wird. Ja? Finde ich immer ein bisschen schwierig. Egal. Gut, Coast, Coast, Coast. Mein Chrom ist halt billig. Chrom ist halt billig und geht schnell. Sprühen ist nämlich auch schon eine Wohlstandsnummer. Ja, und jetzt ist das Street Art Budget weg. Da komme ich gleich dazu. Oh, das! Hügel, nein, nein, nicht Hügel. Hügge, Hügge, weil da hinten ist doch dieses Le Hügge. Hügge, Hügge ist doch so ein hübscher Ausdruck. Hügge Rider, dachte ich. Aber danke, Jungs, dass ihr das übernommen habt. Korrekter Charakter, Hippo-Traktor. Was ist denn das, der Charakter? Es ist der Scooby-Doo, schaut aber aus wie ein Nilpferd. Sehr gut. Aber das schaut schon so dick aus. So. Ach, das ist nicht dick, das ist ein Feinkostgewölbe. Machen wir hier mal weiter. Jetzt weiß ich gar nicht, gehört das alles so zusammen? Seiden, 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 ja. Den Satan braucht sie immer, damit Gott eine Berechtigung hat. Und Satan braucht Gott, damit der eine Berechtigung hat. Und was ist mit dem Atheisten, der glaubt an Yoga und Cash oder an gar nichts? Tockert, Tockert. Hey, die Hauscrew malt nicht mehr den Anti-Style von anderen Leuten nach, sondern schön, ja, gut, man entwickelt sich, man findet sich, sehr schön. Oh, jetzt geht's los.
Jäbläse Humpen Area. Humpen Area, hier geht er wieder los. Ja, Flasche im Pfand, Sammler, kommt mal hier. Leute, wenn ihr die Dosen aufhacken würdet, dann sind diese Dosen Altmetall und kein Sondermüll mehr. Und ihr die mitnehmen würdet zum Container, dann würde hier die Verwaltung nicht mehr jeden Tag entlanglaufen und es ausleeren müssen. Egal. Wow! Das Glory Hall ist es aber eben, oh, schmutzig. Herr Hahn, wir hatten doch da vor 1,5 Monaten drüber geredet, der Betreiber dieses Luxus-Atelier-Containers-Dorfs da dahinter, dass wir in gemeinsamer Arbeit das jetzt hier zu Ende machen und den Zaun zu Ende bauen mit diesen Holzplatten. Zeitnah, wir haben in der Politik, Flughafen, zweite Stammstrecke, das kann dauern. Ich habe sogar schon im Kulturreferat angerufen und da habe ich gehört, dass das eigentlich schon längst budgetiert war, vor Jahren. Müssen wir mal zu Ende machen, oder? Ich biete mich freiwillig an und ein paar andere Maler auch, damit hier jeder noch mehr schöne Fläche hat und nicht, das ist doch keine Wand mehr. Das ist doch wirklich, das ist eine Verarsche. Also nicht die Bilder, die drauf sind, klar, dass sie dann auch nicht so toll aussehen, weil man gibt sich denn schon auf so einem löcherigen Ding Mühe. Aber süß. Schau, die Kids sind motiviert, die Anfänger. Süß, gell? Süß. Ja, die finde ich aber lustig. Ja, ja, man traut sich da was. Hey, das Zero. Aber ich dachte, das ist der Zero 9 von früher. Wo bist denn du? Da bist du schon wieder hinter Autos verschwunden. Ich dachte, das ist der Zero 9 von früher. Gott sei Dank, das ist er nicht. Der Madonna sei Dank. Mob. 1986 gab es eine Crew, Mob on Top. Da war der Tag besser. Das war Mob on Top und dann in Wolken. Mit Edding 850 gestochen scharf kalligrafisch. War 1985 besser, da mussten wir uns das noch selber beibringen, als heute das nachgemalte Zeug von Facebook oder von Instagram. Den kenne ich nicht. Was heißt das? CRE20 oder 2D. Auf jeden Fall, der ist motiviert, hat leider auch nicht so viele Farben. Dafür wäre eigentlich das Street-Art-Budget da. Für ihn, für den Masig, für den Sack, für Leute, die keine reichen Eltern haben. Weil die 270.000 Euro, die für Graffiti und Street-Art gedacht waren in München, ja, sind jetzt schon verbraten. Das Jahr ist noch nicht mal um. Und gerade zur Hälfte ist das Jahr um, das ist weg. Wer hat sich das Geld wieder eingestrichen? Agenturen, irgendwelche Projekte, die schön verkauft wurden. Und für die freie Szene, die keine Anträge schreibt, ist leider nichts übrig geblieben. Ja. Und deswegen ist die Wand auch so kariös wahrscheinlich. Das kann ja wohl nicht sein. Vor allem, ich habe dann erfahren, wer da unter anderem was bekommen hat. Es haben Leute vom Graffiti-Budget Geld bekommen, und zwar nicht zu knapp. Die eigentlich die Polizei rufen, wenn sie Graffiti sehen. Ja? Und eine andere, ich kann jetzt hier keine Namen nennen, aber andere sind eigentlich BWLer, die nur deswegen Graffiti und Streetart machen oder unterstützen oder agenturmäßig machen, weil sie Steuerberater, Rechtsanwälte, BWLer, Marketingleute, ja, die sich das nehmen, mit nicht nur Artwashing, sondern zum Steuersparen. 50.000 Euro in bar nach Rumänien kannst du nicht bringen. Aber einen kleinen Banksy da kannst du schon nach Rumänien bringen. Ja. Und dann wird es halt von dort aus verkauft. Ja. So hammer ich jetzt alles mit unserem Meckerbrett. Was soll ich denn noch da? Das Manifest. Was soll ich denn noch alles sagen? Das Twitter-Budget ist weg hier, genau. Ja, es ist wieder ein Trauerspiel in der Welthauptstadt der leerstehenden Büropaläste. Da machen wir jetzt auch mal nächstes Mal ein Special drüber, über leerstehende Büropaläste, weil das ist wirklich der Wahnsinn, die letzten Flächen mit irgendeinem Müll zugebaut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst euch nicht unterkriegen und wir brauchen noch mehr legale Wände. Wir brauchen endlich mal auch Atelier-Wohnungen, nicht nur Atelier und Wohnung einzeln, sondern zusammen Proberäume. Und zwar nicht irgendwelche Proberäume mit Reglementierung oder 5 Bands drin, sondern dass man auch mal um 3 Uhr nachts den Proberaum kann. Ja? Und Atelierwohnung, weil eine Wohnung in München ist schon so teuer, dazu noch ein Atelier mit Kunst und Graffiti und so, alles wird eine Wohlstandssache. Ja? Da machen nur noch gewisse Schichten Musik und Kunst und die anderen Schichten buckeln, sind unzufrieden und dem Konsum ausgeliefert. Kaufen sich dann teure Turnschuhe jeden Monat und kommen so nie zum Wohlstand. Anyway.
Was willst du denn noch? Irgendwas Genderübergreifendes sagen, Lennart? Oder was schaust du mich denn so an? Süßer Paul. Ach, Werbung für unseren Sponsor. Das ist aber nicht Chewbacca Celentano, das ist der Auer Maibock. Rund um München gibt es bessere Biere als die Münchner Brauereien, weil die Münchner Brauereien geben sich keine Mühe mehr. Dann hoch die Tassen, keep on bombing, einen schönen Abend in der Welthauptstadt der leerstehenden Büropaläste. Und danke an alle Maler. So erbärmlich hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt, ihm haben sie ein neues Theater hingestellt, das ist ja super. Ja, ist auch okay, alles eingehalten, nur der Laden wird nie voll. Schade. Präsentiert von Chewbacca Celentano. Geilerei, genderübergreifend. Mehr München geht nicht, gell? Jetzt lacht es euch ja wirklich kaputt, was wir hier für eine Scheißstadt sind. Wohlstandswahl, wahllos, der konsumgesteuerte Vollpenner. Wahnsinn, gell? Okay, das reicht schon. Fertig, Lennart. Gestorben.